Du willst wissen, wie du ganz einfach Rocket League Sideswipe auf deinem Handy jetzt schon in Deutschland spielen kannst, dann bist du bei dem Video genau richtig. Leute, ganz wichtig, wenn ihr nichts mehr zum neuen Rocket League Sideswipe verpassen wollt, lasst ein Abo da, liked das Video und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst, Leute. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein. So Leute, als erstes für Apple. Ihr seid also ganz normal im App Store drin und wollt Rocket League Sideswipe spielen und seht, hä? Warum gibt es denn Rocket League Sideswipe noch nicht? Das liegt daran, dass es in Deutschland oder allgemein in Europa noch nicht draußen ist. Deswegen gibt es einen ganz leichten Trick auf Apple und zwar müsst ihr einfach nur eure Apple-ID ändern. Alles, was ihr dafür macht, ist ganz oben rechts in der Ecke. Ihr seht es jetzt nicht, weil meine Facecam genau da drüber ist, ist aber so ein blauer Kreis mit so einem Männchen drin. Das ist euer Account. Da müsst ihr einfach mal draufklicken und dann seht ihr hier schon euren Namen, wo ihr einfach nur draufklicken müsst. Zack. Dann scrollt ihr hier etwas runter und dann seht ihr schon Land und Region. Wenn ihr Land und Region ausgewählt habt, geht ihr dann einfach auf Change Country or Region. Dann sollte hier bei euch Deutschland ausgewählt sein. Ihr wählt dann aber nicht Deutschland aus, sondern irgendein Land, was in Ozeanien liegt. Da nehmen wir jetzt einfach mal Australien. Australien funktioniert auf jeden Fall, habe ich schon mehrmals ausprobiert. Dann sind wir jetzt hier in Australien drin. Agreeen einmal ganz kurz hier die Terms. Und jetzt müssen wir den Spaß hier nur noch ausfüllen. Ganz wichtig bei Payment Method, drücken wir einfach auf Non. Street nehmen wir einfach mal abonniert Clash Talks. Ihr merkt schon, das ist relativ egal, was man hier eingibt. Postcode ist auch relativ egal. Geben wir irgendwas ein, irgendeine vierstellige Zahl. Suburb nehmen wir Clash Talks. Wer kennt's nicht? Die Stadt Clash Talks in die Stadt Clash Talks in Australien. Jetzt nehmen wir hier einfach New South Wales und geben hier irgendwelche Zahlen ein. Es ist wirklich scheißegal, was da steht. Dann drücken wir hier oben einfach auf Next. Das heißt, wir sind jetzt schon fast fertig. Er hat es natürlich alles akzeptiert, weil es gibt natürlich die Stadt Clash Talks und die Straße abonniert Clash Talks. Dann sind wir jetzt hier im australischen Apple Store drin. Dann müssen wir einfach nur auf Suchen klicken. Geben dann hier oben ein Rocket League Sideswipe und dann sollte es hier ganz oben links bei euch angezeigt werden. Ich habe das Spiel natürlich, deswegen steht jetzt bei mir Open. Ich kann es dann jetzt hier auch sofort ganz normal spielen. Geht super einfach, aber bei euch, ihr müsst es dann natürlich erstmal herunterladen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Das müsst ihr auch immer wieder machen, wenn ihr ein Update machen wollt. Ganz wichtig, ihr könnt jetzt, wenn ihr im App Store seid, wieder euer Land wieder zurück auf Deutschland ändern. Dann seid ihr wieder im ganz normalen deutschen Apple Store, im ganz normalen deutschen App Store drin. So, Freunde, das war's für Apple. Super gerne ein Like da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt zeige ich es nochmal für die ganzen Android-Nutzer unter euch im Play Store. Das Ganze ist im Play Store deutlich komplizierter. Das erste, was ihr macht, ist, ihr ladet euch die Tunnelbier VPN runter. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist, geht einfach in den Play Store, gebt oben in der Suchleiste Tunnelbier ein und dann sollte sofort der erste Vorschlag Tunnelbier VPN sein. Wenn ihr eine andere VPN habt, wo ihr zufällig für bezahlt, dann nehmt super gerne auch die. Also ihr keine habt, nehmt Tunnelbier VPN, ist deutlich einfacher für euch und geht deutlich schneller. Wenn ihr dann Tunnelbier installiert habt, öffnet einfach Tunnelbier und erstellt euch da ein Konto. Außer ihr habt schon eins, wie ich hatte jetzt schon eins. Aber wenn nicht, erstellt euch einfach eins. Dann solltet ihr eine Bestätigungsmail per eure Gmail, was auch immer, die ihr da angemeldet habt, bekommen. Die müsst ihr einmal ganz kurz bestätigen, dass Tunnelbier das Ganze prüfen kann. Ist keine Kooperation oder whatever. Das war einfach eine App, die komplett kostenlos ist und wo es auch die ganze Zeit bei allen super funktioniert hat. Deswegen, Leute, macht es einfach. Leute, holt euch die for free. Dann bestätigt das ganz kurz und dann seid ihr auch schon in der App drin. Dann scrollt ihr einmal nach rechts unten nach Australien, genauso wie es wir auch schon bei Apple gemacht haben, nur dass wir es jetzt hier auf Android machen. Und gönnt euch dann eine VPN in Australien. Ihr kriegt dann einfach eine IP-Adresse in Australien zugeteilt, sodass das Gerät quasi jetzt denkt, yo, ihr seid in Australien. Und das ist halt super, super wichtig für den nächsten Schritt gleich. Und zwar gibt es das ja nur in Australien. Das heißt, wir können es auch nur in Australien
runterladen. Jetzt ist ganz wichtig, geht ihr in die Einstellungen. Es kann sein, dass ihr das machen müsst. Manche müssen es nicht machen. Öffnet den Ordner Apps. Wenn ihr dann bei Apps drin seid, lädt es meistens ganz kurz. Wie gesagt, es müssen nicht alle machen, aber es kann sein, dass ihr das machen müsst. Deswegen macht es einfach. Ihr habt dadurch keinen Nachteil. Scrollt dann so lange runter, bis ihr das Segment Google Play Store findet. Dann drückt ihr da einfach drauf. Geht dann wieder ein bisschen runter, geht dann auf Speicher. Wenn ihr auf Speicher seid, geht ihr unten rechts auf Cache leeren. Kann sein, dass ihr es nicht machen müsst. Viele müssen es machen, deswegen macht es einfach zur Sicherheit. Wenn ihr euren Cache geleert habt, geht ihr dann einfach wieder zurück in den Play Store und erstellt euch super einfach mit der VPN, also mit der VPN in Australien, ein neues Google-Konto. Es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt ein Google-Konto mit der VPN, also ein Google-Konto in Australien quasi habt. Google denkt jetzt, ihr seid in Australien, ihr erstellt euch also irgendein Google-Konto, irgendeinen Namen, irgendeinen Vornamen. Ihr braucht jetzt quasi eine neue Gmail-Adresse, womit ihr gleich im Play Store drin seid. Erstellt euch einfach ganz kurz ein, ich lasse es jetzt einfach mal ganz kurz drin, dass ihr wisst, was ihr machen müsst. Er macht einfach irgendwas, ihr, ist scheißegal, was ihr eingebt. Ihr müsst einfach am Ende nur ein neues Google-Konto haben, was in Australien registriert ist. Deswegen schreibt einfach irgendwas hin. Tippt da irgendwas ein, dann wählt jetzt noch irgendeine E-Mail-Adresse aus, am besten eine von den oberen beiden oder erstellt selber eine. Am besten eine, die auch noch verfügbar ist. Tom stinkt 187 ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Dann, wenn ihr eine E-Mail-Adresse gefunden habt, gebt irgendein Passwort ein. Und wenn ihr das habt, habt ihr auch schon eine neue Gmail-Adresse. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, manchmal ist eine Telefonnummer hinzufügen. Wenn ihr die Telefonnummer hinzugefügt habt, müsst ihr diese noch ganz kurz bestätigen. Wenn ihr diese bestätigt habt, könnt ihr euer Google-Konto abschließen. Drückt hier einfach auf Weiter. Dann macht ihr ganz schnell eine Express-Personalisierung. Geht nochmal auf Weiter. Verkauft schnell euer ganzes Leben an Google und drückt einfach auf Bestätigen und hier nochmal auf Ich stimme zu. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, braucht ihr jetzt nur noch in euren Play Store gehen, wo ihr jetzt ein bisschen warten müsst. Manchmal, bei mir dauert es immer ein bisschen länger. Das ganze Video wurde hier vom lieben Schmock aufgenommen. Kuss geht raus an der Stelle, weil ich habe leider kein Android-Handy. Dann sollte automatisch ihr im neuen Account eingeloggt sein. Und wenn ihr dann Rocket League in der Suchleiste eingibt, müsst ihr relativ weit oben direkt Rocket League Sideswipe angezeigt werden und ihr könnt es ganz entspannt auf Android im Play Store installieren. Das ist super, super einfach und geht wirklich super schnell. Ist natürlich ein bisschen komplizierter als auf Apple, aber es gibt auf jeden Fall eine Lösung. Ihr ist natürlich komplett kostenlos. Wenn ihr eine eigene VPN habt, nutzt die super gerne. Aber sonst, Freunde, würde ich sagen, schreibt mal super gerne in die Kommentare, ob es bei euch auch funktioniert hat. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas nicht funktioniert, schreibt es sofort in die Kommentare. Vielleicht kann ich euch helfen. Und sonst, Leute, würde ich sagen, nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es euch geholfen hat. Natürlich noch ein Abo und die Glocke aktivieren. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich streame fast jeden Tag Rocket League Sideswipe und bringe jeden Tag neuen, geilen Rocket League Sideswipe-Content. Und am Ende würde ich sagen, Freunde, haut rein und ciao. Ciao.